Ich bin jetzt hier in Saarlouis. Wir haben die dritte Verhandlung gehabt für unsere Tarifrunde Textilbekleidung. Seit 10.45 Uhr sind die Hallen bei Motus Headliner leer. Wir wollen substanzielle Lohn- und Gehaltserhöhungen, wo mehr real Geld in den Taschen unserer Kolleginnen und Kollegen drin ist. Die Aktion, die im Vorfeld gelaufen ist, vor der Tür hier, war sehr gut. Aber die Verhandlung selber empfand ich als sehr anstrengend, weil die Arbeitgeber sich also wirklich so gut wie gar nicht bewegt haben. Wir sind ab 14 Uhr in die ersten Gespräche rein und heute Abend um 22 Uhr kam ein Angebot. Die Erwartungen in den Betrieben liegt anderswo wie das Angebot, was der Arbeitgeber abgegeben hat. Wir wollen mal wieder was im Geldbeutel haben, wir wollen es mal wieder spüren. Und vor allen Dingen nicht so eine lange Laufzeit. Das Angebot, wo wir jetzt Ihnen vorgelegt haben, das können Sie nicht entscheiden und aus dem Grund haben Sie jetzt abgebrochen. Wir werden jetzt nochmal eine Schippe drauflegen, zumindest mal hier im Bezirk Mitte. Und da werden wir auch nochmal ganz klar unsere Position vertreten. Die, wo noch nicht organisiert sind, sollten jetzt ganz schnell gucken, auch in eigenem Interesse, dass sie damit reinkommen. Ihr habt uns die Forderung mitgegeben und die können wir nur umsetzen, wenn wir stark vertreten sind und wenn ihr hinter uns steht.